Hallo, ihr wundervollen Seelen. Hier in meinem Dach ist es so heiß, deshalb ist hier Bikini-Time. Ich sitze hier echt im Bikini. Wow, es ist so heiß heute. Aber ich komme gerade zurück aus einer magischen Quantenfeldreise und möchte etwas davon mit euch teilen. Also, ich glaube, ich werde jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, aber das Gefühl mit euch teilen. Und diese Nachricht richtet sich wie alle Nachrichten, die ein Mensch ausspricht, nie an alle, sondern genau an die, die es ansprechen soll. Was ich sehe ist, dass zu dieser Zeit gerade die Erde viele dunkle Flecken hat. Viele dunkle Flecken. Und diese dunklen Flecken stehen für Manipulation, für Enge, für Menschen, die angepasst einer Norm folgen müssen oder einem Zwang, einem Druck von außen, der nicht ihrem Seelenursprung entspricht, nicht ihrer Seelenwahrheit und auch nicht ihrem Seelenpurpose, ihrem, warum sie hier sind. Und warum sind wir hier? Um genau das zu leben, unseren Soul Purpose. Und nicht einfach nur in einer Norm zu existieren, in einem etwas, wie soll ich das sagen, Konstrukt, was sich sogar für uns sicher anfühlt, interessanterweise, aber überhaupt gar nicht im Alignment mit unserem ganzen Potenzial und unserem göttlichen Sein ist. Ja? Denn wenn wir es genau nehmen, hat jeder hier eine Aufgabe. Und wenn wir nicht in dieser Aufgabe leben, dann leben wir natürlich, und das Leben kann auch sehr schön sein, aber dieses tief in uns drin ist vielleicht ein Teil, den wir entweder tief verbuddeln, dass es okay ist, das nicht zu fühlen, oder wir fühlen immer eine innere Suche, dass etwas fehlt, eine Unruhe, das ist etwas, was mir sehr oft erzählt wird und was ich von früher sehr gut selber kenne. Und so ist die Erde gerade mit vielen dunklen Flecken, ja, wo viel maschinell läuft. Es gibt Strukturen, die sind so, da werden die durchgeführt und dann gibt es immer wieder Einzelne, die große Massen bewegen dürfen. Kleine einzelne Figuren, die ganze Menschen, Länder, Völker dirigieren, als hätten wir nicht selber die Kraft und die Weisheit und das Wissen in uns, wie man gut lebt. Aber weil wir so unselbstständig geworden sind über so viele Jahrhunderte und wir so gedrillt worden sind, dies in unserer DNA ist, in der Ahnenlinie vorgefestigt worden ist, so zu sein, jemanden zu folgen, abzugeben, Selbstverantwortung zu tragen, weil wir sind ja schon meistens im Alltag sehr überlastet mit all dem, was man uns auferlegt. Aber warum erlegt man uns so viel auf? Vielleicht, weil man dann nicht so richtig hinschaut, was dann noch weiter weg passiert. Auf jeden Fall ist dies schon so lange im Gange und das ändert sich jetzt. Und die Vision, die ich sehe, ist das Gefühl, was durch mich fließt, wo ich in der Zukunft bin und wie ich mich fühle und was das Land und die Menschen um mich herum tun. Und was ich sehe, ist, dass immer mehr Menschen zusammen Land kaufen. Land kaufen. Und darin sind viele Menschen, die als Soul Purpose die Aufgabe haben, Licht in der Erde wie ein Satellit oder wie ein Anker zu verankern. Es schießt in die Erde und es schießt in unser aurisches Feld quasi, wo wir uns alle drin bewegen. Also zwischen Himmel und Erde geht diese Energie aus dem kosmischen, aus der universellen Energie, aus der bedingungslosen Liebe auf die Erde und heilt unten die Erde und schickt eine Frequenz raus, die sowas wie ein Schutzschild um das Land baut. Das heißt, hier können wir zusammenkommen. Und tatsächlich ohne die Manipulation und die Sabotage und all das, was im Außen ist, und zusammenfinden, uns entfalten, heilen, verbinden und wirklich ohne Angst kreativ kreieren, was wir uns wünschen und träumen, immer im höchsten Wohle für alle. Jetzt könnte einer denken, oh Gott, das hört sich an wie ein Aufstand, eine Rebellion. Nein, es ist die Heimkehr zu uns selbst. Es ist ein Ort, in dem so viel Liebe ist, dass jeder einfach sein kann und sein möchte und endlich aus diesem Alten aussteigt, wo es immer ist, ich bin zu klein, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug. Denn frag dich selbst, ganz tief in dir drin, lebst du wirklich dein 100. Potenzial? Gehst du wirklich nach außen und sagst, aus dem Herzen heraus, bam,
Ich lebe meinen Lebenstraum und ich stehe dazu. Und wenn ich es vor 1000 Leuten sagen muss oder vor 10.000, ja, das bin ich. Ich habe eben in der Quantenfeldreise am Ende etwas durchbrochen, wo mir die Tränen kamen. Es sind manchmal die Dinge, die wir im Bewusstsein nicht wahrnehmen. Ich denke, hey, ich lebe doch schon meinen Soul Purpose. Und ich mache doch schon das, was ich tun soll. Und doch auf einmal durchbrach eine Wand und ich erkannte, ich habe Angst, vor vielen Menschen sichtbar zu werden. Vor vielen, ich rede nicht vor 20, sondern vor vielen. Was auch immer mein Auftrag wäre, vor wie vielen es sein soll, ich habe Angst davor. Also ist ein Zweifel an mir selbst noch immer da, ganz tief ein Samen, wieder eine Lage, die nach oben kam. Und in dem Quantenfeld habe ich das durchbrochen und habe gesagt, okay, was auch immer das Göttliche, mein Seelenplan sich für mich vorgesehen hat, wie ich hier dienen kann. Denn das hilft mir so sehr, über mein Ego hinauszuwachsen, zu sagen, hey, ich biete das nicht für mich an. Es ist egal, wie viele Leute kommen, egal, was passiert. Ich diene und dann wird's gut und es wird genau das, was es sein soll. Und als ich das durchbrach, merkte ich so, wow, wie viel habe ich zurückgehalten. Ich habe förmlich affirmiert, dass zu meinen Events so und so viele Leute nur kommen. Weil ich irgendwo in der Angst bin. Und das habe ich eben geöffnet, dieses Feld, und danach aufgeschrieben. Meine Manifestation, ich gebe es jetzt ab. Ich öffne mich. Und was ich mit euch teilen möchte, ist, du bist eins dieser Lichter. Vielleicht bist du sogar einer dieser starken Anker. Nicht jeder ist hier, um ein starker Anker zu sein. Ja, nicht jeder. Aber du bist eins dieser Lichter, was vielleicht auf der Suche ist nach dieser Gemeinschaft von Menschen, in der man sich gesehen, gehört, geliebt und gehalten fühlt, ohne sich beweisen, behaupten und irgendwie in einem gewissen Weg zeigen zu müssen. Ich liebe dich genauso, wie du bist, wenn du dich wirklich zeigst. Ja, das, wo wir denken, ich bin hier fies, ich bin hier dreckig, ich bin hier beschämt, beschmutzt, das ist genau das, was ich an dir lieben kann. Das Wahrhaftige, das Rohe, das Pure, das, was du wirklich auch in dir bist. Weil in dem Moment, wo wir das akzeptieren, sind wir in voller Liebe. Und all das Licht zeigt sich genauso mit dem Schatten und all das Wunder und all dein Purpose und all deine Magie und all deine Gaben und deine Herzqualität öffnet sich. Und so, boom, sieht man das Ganze, was in einem ist. Aber erst muss man auch über den Schatten springen, sich zu zeigen. Und wenn du auch dich fühlst wie, hey, oft fühle ich mich missverstanden, oft rede ich gegen Wände, oft denke ich, wo bin ich hier? Dann wisse, es gibt immer mehr Lichtanker. Suche dir die Anker. Verbinde dich. Und zusammen werden wir Land kaufen. Zusammen werden wir kultivieren, warum wir hier sind. Räume der Toleranz, des Wissens, der Weisheit, des wirklich gelebten Purpose und vor allem der Heilung und dem Support, dass diese Erde wieder heilen kann. Dass wir uns wieder verbinden und reconnecten, was unsere Wurzel ist, die Wurzeln, von denen man uns getrennt hat. Dieses Video kommt voll aus dem Herzen und der Liebe und es soll niemanden angreifen, beleidigen, in eine Box stecken. Hier geht es nicht drum. Deshalb sage ich, dieses Video ist vielleicht nur für ein paar. Vielleicht löst es in anderen komische Gedanken aus. Damit kann ich dich nur lassen. Es ist in der vollen Liebe. Und aus dieser Liebe heraus, für mich ist nämlich die Medizin des Kakaos, die Medizin dieser Zeit, weil Kakao wirklich ein Herzöffner ist, empathisch zu werden, richtig tief einfach zu fühlen, sich zu zeigen und vor allem eine Reconnection zur Erde, zur weiblichen Energie, zur Urkraft, zur Urmutter.
Und wirklich diese Ehrung der Erde mit all dieser Fülle, die sie einfach immer wieder und wieder in unser Leben gibt, jeden Tag, ohne etwas uns abzuverlangen, uns zu verbinden, zu erinnern an Wurzeln, an Mutter, an Erde, an das, was uns alle vor Jahrtausenden verbunden hat, wo wir alle eins waren mit unserem Umfeld und der Welt und dem Kosmos und der Erde. Vielleicht müssen wir Rückschritte machen, um wieder Fortschritte zu machen. Also eine Zeitreise in die Vergangenheit, damit wir mit dem Wissen der wirklich ersten Ahnen wieder anfangen und dann mit dem Universellen, mit dem Quantenfeld, wumm, nach vorne zu gehen. Du wirst immer mehr vom Quantenfeld hören, weil es ist jetzt die Zeit, wirklich zu manifestieren. Und deshalb, weil ich trinke eigentlich täglich Mama Kakao. Sie ist für mich die absolute Medizin. Täglich trinke ich sie. Und heute habe ich sie getrunken und mein Herz hat sich geöffnet und ich habe gehört, dass ich meine nächste Kakaozeremonie, die für Männer und Frauen den Raum öffnet, sich zu verbinden, dass ich einen anderen Preis dafür anbieten soll, der um einiges weniger ist, damit mehr es für mehr zugänglich ist, damit das Geld nicht das Thema ist, damit die Verbindung kommt, weil Mama Kakao soll ja nicht, wie soll ich das sagen, natürlich soll es mir alles, was ich in die Welt gebe, soll einen Wert und eine Fülle zurückbringen, aber bei genau Mama Kakao geht es darum, zu verbinden und zu öffnen und die Pflanzenmedizin, die Heilkraft weiterzugeben. Und deshalb werde ich die neuen Beiträge heute mit euch teilen. Und es fühlt sich so richtig an. Ja, da ist auch manchmal so ein Widerstand in einem, wo das Ego sagt, ja, aber dann sieht es aus, als wäre es wertlos, wenn es günstig ist. Aber das ist es nicht. Der Reichtum ist das, was wir erfahren werden, die Fülle, die kommt. Und unser Ego hat Formen und Vorstellungen und auch hier kann man ins Werteschema sich einordnen, was die Gesellschaft hat. Viel Geld heißt immer gut und wenig heißt scheiße. Stimmt nicht. So viele Heilarbeiter, so viele wundervolle Menschen, die so viel Licht in die Welt tragen, machen Dinge so unterbezahlt. Das Wichtigste ist, dass wir erkennen, was die Fülle da drin ist und die Dankbarkeit geben, die Dankbarkeit den Menschen, der Erde, dem Ganzen, dass wir in Dankbarkeit sind. Wenn wir Dankbarkeit jemandem geben für das, was er anbietet, dann ist er so gefüllt. Das ist der größte Exchange, den wir machen können. Und jetzt meine Herzen. Ich liebe euch. Vor allem, wenn ihr Licht und Schatten zeigt, kann ich euch wirklich sehen und erkennen. Und so geht es jedem Menschen. Lasst uns diese ganzen Kostümierungen lassen und eines Tages verbrennen. Die Zeit für das Pure, für das Wahre ist da. Und es gibt nicht die eine Wahrheit. Alles, was jeder Mensch, jede Seele für sich erfährt und sieht und hört und denkt, ist die eigene Wahrheit. Für die darf man stehen und leben und das Herz pochen lassen, bis es aufhört zu schlagen. Ich liebe euch. Danke.